Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu. Ja, ihr werdet euch jetzt wundern. Silent Hill 2. Ja, liebe Freunde, es war ja, so wie ich das gesehen habe, in der letzten Folge das Finale eigentlich. Eigentlich. Aber ihr habt mich netterweise darauf hingewiesen. Schaut mal, das neue Spiel ist ausgegraut. Das heißt, es gibt noch was zu erkunden in Silent Hill 2. Ich habe mich jetzt voll natürlich auf Silent Hill 3 vorbereitet. Aber ich find's gut, tatsächlich. Also, dann war das beim letzten Mal doch nicht wirklich das Finale, doch das Finale vom Hauptszenario, kann man so sagen. Und wenn wir jetzt hier nämlich auf ein neues Spiel gehen, tada, es gibt ein Hauptszenario. Brief aus Silent Heaven, das haben wir gemacht. Und wir, hier gibt es noch ein Unterszenario, das wird noch so ungefähr 2, 3 Wochen jetzt gehen. Also, ich habe ja die Projektreihenfolge geändert, dass Silent Hill wieder auf den Dienstag, den Donnerstagsplatz kommt. Und aus dem Wunsch geboren, genau, es gibt noch ein ganz neues Szenario. Und wir können es spielen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was dieses Spiel uns noch bereithält hier. Action Level normal. Ah, wir sind bei Maria. Because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? Ganz genau, okay. Revolverpatronen. Wir spielen Maria. Liebe Freunde, das ist natürlich. Da war noch ein Schuss drin. Maximal 10 Patronen. Leicht zu verwenden, aber geringe Wirkung. Da war noch ein einziger Schuss drin in der Pistole. Eieieiei, sie wollte sich damit umbringen, oder? Ja, sie war sich nicht sicher. Wir spielen Maria. Okay, das wird jetzt ja natürlich wieder ein ganz neues Erlebnis werden. Wir sehen natürlich aufreizend aus, ne? Ist ganz klar. Wow, okay, dass dieses Spiel jetzt nochmal so eine Wendung nimmt. Damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet, ne? Ach, guck mal, da sind nochmal zwei Tonikums. Okay, und wo sind wir denn hier? Ah, okay, wir sind im Heaven's Knight. Ja, in Silent Hill. Okay. Hallo Maria, du siehst hübsch aus mit einem Schmetterlingstattoo. Finde ich gut. Ja, geil. Okay, da freue ich mich jetzt drauf. Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende James begegnen. Ach, warte mal, wir sind doch in diesem. Ah, wir sind in diesem Bordell, glaube ich. Weil wenn mich nicht alles täuscht, geht's da raus. Okay, das da ist versperrt. Wir sind in dem Bordell. Ja, okay. Alles klar. Ui. Ja, das ist natürlich mit einer sehr stylischen Mucke jetzt gerade hier. Ein chinesisches Hackmesser, was? Messer mit quadratischer Klinge. Hässlich, aber wirkungsvoll und leicht zu verwenden. Ja, schauen wir mal, ob wir das brauchen werden. Ich weiß auch nicht, ob in diesem Szenario tatsächlich Bosse kommen.
Nacht des Himmels. Der Name des Platzes. Ja, okay. Okay, das heißt, da liegt auch noch was auf dem Tisch, oder ist das nur ein Aschenbecher? Nur ein Aschenbecher, okay. Oh Gott, sie steuert sich auch irgendwie ganz anders, habe ich das Gefühl, aber... Oh, nee, okay, hier geht's raus. Dann schauen wir nochmal rein. Ich wollte schon sagen, hör, die Musik ist jetzt... Paradise. Das ist... Ach, Leute. Immer diese Anspielungen. So, dann können wir ja einmal hier runtergehen. Gucken wir mal, ob da noch was ist für uns hier. Hier scheint nur Müll zu sein. Kaputt. Ach, schade. Okay, egal. Gut, dann müssen wir raus nach Silent. Ich weiß jetzt natürlich nicht, nach wem wir suchen. Wir suchen auf jeden Fall nach jemandem. Scheinbar nach James, ne? Beziehungsweise, sie sind ja am Ende aufeinander getroffen. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir draußen in Silent Hill irgendwen haben. So, ja krass, dass es hier nochmal so voll weitergeht. Ja, geil, okay. Och, wir sind wieder in Silent Hill unterwegs. Mein Gott. Ich bin mal gespannt. Warte mal, dieses Messer. Ja. Es ist aber extrem langsam. Okay. Wir schauen. Ah, ne, das sind ein paar hergekommen, ne? Oder? Ja, sind ein paar hergekommen. Okay. Ist jetzt wieder die Frage. Wir gehen mal die Carol Street runter. Mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Boah, Mädel, du bist aber ganz schön langsam. Okay. Da darf man nicht rein. Es ist hier. Ja, krass. Wir sind auch im Tages-Silent Hill und nicht im Albtraum-Silent Hill. Das ist schon mal gut. Wartet mal, ich muss mich auch kurz hier... Ah, kratzen. Gibt es hier noch was für uns? Ja, tatsächlich, oder? Ich kann hier nichts machen. Im Hospital... Ach, das Krankenhaus. Okay, das Krankenhaus ist schon mal... nicht für uns. Okay. Das heißt, wir brauchen... Wir kommen nicht ins Krankenhaus. Kann man hier rein? Nein. Okay. Das Krankenhaus ist echt für uns geblockt. Okay. Ah! Ah ja, das sind die. Okay, wir probieren einfach mal was. Mal gucken. Eieieiei. Okay, ja, das ist... Eieiei. Danke. Nee, das ist mir zu... Wobei, die kann man ja... daneben getreten. Geh weg. Okay, wisst ihr was? Die können wir einfach leben lassen. Die können wir einfach leben lassen, ja. Hat das jetzt viel gebraucht? Nein, zum Glück nicht. Das Messer ist scheiße. Okay. Ja gut, hier ist Dead End. Da geht's nicht weiter. Sieht man jetzt auch auf der Karte, dass da nichts ist. Aber hier war ja dann irgendwo der Wohnwagen, oder? Eieiei, sie läuft aber ganz schön. Eieiei, ist halt eine Frau. Chinesisches Hackmesser, geil. Ja, Freunde, irgendwann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei guten alten Silent Hill 2. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch weitergeht. Aber es geht scheinbar nochmal weiter, okay. Die ganze Randall Street hier ist komplett nutzlos. Na? Da ist auch nichts. Nee, hier ist nichts. Hier ist irgendwie rein gar nichts, obwohl jetzt sind wir hier hinter einem... Ach, nicht die schon wieder. Wir sind hier hinter einem Sound auf... da oben! Eieiei. Ja, du kannst gerne da oben verrecken, ist mir egal. Ich weiß ja nicht, was wir hier machen müssen, ne? Eieiei, der Nebel, man sieht gar nichts.
sieht ja gar nichts hier durch den Nebel. Oh Mann, ich weiß noch nicht, ob hier irgendwo Muni liegt oder so. Puh. Man sieht es ja nicht. So. Und wir laufen mal Richtung Wall Street. Mal gucken, ob wir da irgendwas haben. Wartet mal. Genau. Die Blue Creek Apartments. Vielleicht müssen wir da hin. Aber... Das ist jetzt wieder der klassische Anfang von Silent Hill, aber ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, auch nach dem, was ihr gesagt habt, dass dieser Durchgang jetzt noch sehr lange geht, tatsächlich. Also ein, zwei Wochen vielleicht. Ja, du kannst ruhig da, mach das machen, was du möchtest, mir scheißegal. Ich laufe einfach an dir vorbei. Hier ist Dead End, hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann mal in die Soul Street. Du kannst ruhig da bleiben, ist okay, ich ignoriere euch einfach. Ja, danke, jetzt stehen geblieben. Ja, Soul Street. Ist hier offen oder ist hier auch zu? Hier wäre offen. Hier wäre offen. Sollen wir oder sollen wir? Nee, wartet mal. Wir gucken erstmal nochmal auf die andere Seite. Ob wir da irgendwas haben. Hier geht's auch hoch, aber... Wow. Boah, dieser Nebel, ich sehe gar nichts. Soll ja so sein, ne? Ja, die Stadt des Nebels hier. So, gut, dann schauen wir mal weiter. Hier ist eine Garage oder so was. Ich kann ja nichts sehen hier. Da ist auch nichts. Die Cat Street, da ist was, vielleicht was. Ja, komm. Dich will keiner. Du kannst ruhig hier vergabbeln, ist mir scheißegal. so. Hier ist auch keine Buddy oder so, ne? Nee, okay. Boah, dieser Nebel. Boah. Ich habe das Gefühl, der ist noch schlimmer als bei James, der Nebel. Wirklich. Ah, hier geht's hoch. Können wir hier vielleicht irgendwas tun? Nein, leider nicht. Boah. Sieht echt überhaupt nichts. Wir sind richtig, ja, wir sind in der Cat Street. Mal gucken, was wir hier am Ende haben. Ob wir hier überhaupt irgendwas haben. Ja, ich sehe hier nicht wirklich was. Ja, auf jeden Fall, aber es ist trotzdem cool, dass wir Maria spielen. Ich meine, ich habe sie ja von Anfang an gemocht. Deswegen, ja, du kannst mich da bleiben. Wow, noch einer. Geht bloß weg. Sackgasse, einfach Sackgasse, oder was? Ah, das ist Munition. Oh, Muni, 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 Muni. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nimm doch. Die haben sich gegenseitig kaputt. Okay, auch nicht schlecht. Ist da was? Kann man hier durch? Schade, nein. Das geht nicht. Die haben sich gegenseitig kaputt gemacht, ey. Wow. Okay, aber der Weg hierhin hat sich gelohnt. Wir haben Muni gefunden. Ja, sehr schön. Duck, 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 duck. Diese Gegner. Duck, duck, duck. So. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, dann können wir eigentlich auch nicht, dass das so wie beim letzten Mal endet. Wir haben schon wieder 41 Schuss. Ich werde den Revolver in die Hand nehmen. Ganz ehrlich. Ach, guck mal. Ist Hilfgas. Okay, mal eben so nebenbei gefunden. Okay. Ja, wieder sehr spannend. Eine ganz klassische, diesen Sonntagabend nehme ich es mal wieder auf. So wie immer. Und draußen ist es dunkel. Hier drin ist es auch nicht gerade hell. Aber dafür immer noch kalt. Mitte März. So muss das sein, wenn man Silent Hill spielt. Zur Blue Creek Apartments. Hier hinter sind die Wohnungen. Ja. Lass uns mal gucken. Ob wir hier irgendwas... Ne, hier ist Dead End. Okay. Einfach so ein Dead End. Danke.
So, da ist, das ist wieder zwei Stück. Ja, komm. Ist okay. Ach, hier ist auch zu. Das heißt... Ah, toll. Ah, toll. Noch einmal komplett zurück, das tut mir leid, Leute. Aber... Ja. Ich habe vergessen, andersrum zu laufen, aber woher sollte ich das bitte wissen, dass wir da unten her müssen? So, egal. Wir laufen weiter. Wir kriegen wieder Kilometergeld hier. Auf jeden Fall. So. Duck, 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 duck. Wie gesagt, die Gegner lasse ich erstmal Gegner sein. Zumindest hier draußen. In den Innenräumen werde ich die wahrscheinlich auch machen, die Gegner. Aber nicht draußen. Weil da kann man so schön ausweichen. Deswegen, die sind ja auch so strohdumm, die Gegner, dass die dann nichts machen. Ne, von daher... Ja... werde ich die hier einfach Gegner sein lassen. Eieieiei, okay. Wir sind, glaube ich, vorbei. Ich bin so ein Idiot, ey. Orientierung im Nebel ist aber auch schwierig. Wirklich. Orientierung im Nebel ist kacke. Ich meine, wer kann sich in sowas schon orientieren? Ganz ehrlich. So. Haben wir es bald mal, Mensch. Ich würde gerne auch nochmal was erleben hier. Aber ich meine, das ist ja schon genug, dass wir jetzt mal wieder spielen, ne? Also das ist schon interessant genug eigentlich. So. Der Revolver ist nicht sehr effektiv, haben die gemeint, aber ich würde mich gerne selber davon überzeugen, ob der wirklich nicht so effektiv ist. Weil eine Magnum in Resident Evil, ihr wisst es, ne? Das war die immer Waffe in dem ganzen Spiel. Die Magnum. So, wir staffeln nochmal zurück. Kriege ich Kilometer Geld hier. Ist doch unfassbar. So. Dok, 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 dok. Ja, okay, so lernt man nochmal Silent Hill Musik kennen. Eieiei. Ja, ja, wir haben Zeit, ne? Nee, ich möchte halt einfach überall gucken. Ne? Ich möchte nichts vergessen. Das ist aber auch ein Riesengebiet hier. Wirklich. Um mal von einem Ende zum anderen zu kommen, brauchen wir schon fast 20 Minuten. Na ja, gut, das ist halt wie im echten Leben, ne? Da sind Städte auch nicht gerade klein. Okay, gut, dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Items oder sowas haben hier. Ihh, ich bin voll ins Blut gerannt. Boah, eklig. Geil, jetzt sind die Schuhsohlen rot. Okay. Oder waren die vorher schon rot und ich hab's nur nicht gesehen? So, ruh dich mal ein bisschen aus. Dann geht's weiter. Aber so wie ich das Spiel kenne, ist da hinten eh Dead End. Ups. Oh, was war das denn? Startmenü? Warum? Upsala. Naja gut, egal. Guckst du in die Richtung? Was gibt's denn hier? Was gibt's hier, Maria? Nicht wirklich was für uns. Okay. Dann sind wir jetzt wieder an unserem Startpunkt. Ei, okay. Ja, ich lasse euch ja schon. Dok, dok. Ja. Okay. Ich hätte einmal kurz nach links laufen sollen, dann hätte ich schon gewusst. Okay, das heißt, unser Zielpunkt ist die Sexton Street, oder wie das heißt. Wie sie heißt. So, okay. Das sieht geil aus. Okay, nein. Okay. Völlig umsonst zurückgelaufen, aber das hätte man ja wissen können. Beziehungsweise nicht, hätte man vorher einfach mal nach links gehen können. Wenn ihr wollt, spult einfach vor die 3 Minuten jetzt hier. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Hier. Ja gut. Egal. Ja, geht's euch gut?
mir geht's sehr gut tatsächlich. Und es ist echt gut, dass es jetzt mal bald mal wieder Richtung Sommer geht. Ich finde, der Winter, der war schon zu lang. Und diese Farbe hier, wie hier im Spiel, war halt draußen ständig. Es war ständig grau. Und, naja. Wie ist ein Schuss? Oh, okay. Sehr stylisch. Wie gesagt, der graue Winter bei uns, der war viel zu lang, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt echt mal wieder Bock auf ein bisschen Frühling und Sommer. Tatsächlich. Auch wenn es wahrscheinlich wieder zu heiß wird, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf diese Hitzewellen, die dann wieder kommen. Ja, ja, ist okay. Sehen wir dann gleich da, wir sind gleich bei der Soulstreet angekommen. Meine Güte. Was ein Fußweg. Boah, die arme Maria, Mensch. Wir sind noch hier gezwungen, Sport zu treiben. Okay, wir sind da. Mal gucken, was es dahinter gibt. Kommt da nochmal eine Cutscene? Oder was gibt's jetzt hier? So, wir haben jetzt alles erkundet. Das heißt, das ist unser einziger Weg. Kommt einfach nichts, okay. Einfach nur ein Tunnel? Mit einem kaputten Schloss. Okay. Oh, jetzt ist er aber schneller. Jetzt ist er aber schneller. Okay. Es ist wieder langsamer, das verstehe ich nicht. Na gut. Das heißt, wir haben nur noch wirklich jetzt nur noch einen Weg. Und zwar die nächste Straße rechts rein. Oh. Wie lange muss ich hier noch hin und her stapfen? Ach Gott. Ja, aber man hat ja keinen Zielpunkt und nichts, ne? Ja, die Gegner lasse ich einfach Gegner sein, tatsächlich. Ich spare mir die Mutti für wichtigere Gegner auf. Ja, gleich da. Gleich da. Junge, Junge, es ist schon 23 Minuten rum von der Folge und wir haben nichts gesehen. Okay. Ja. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Abgeschlossen. Ja, und jetzt? Ich meine, ist das? Igitt. Ich meine, wir waren doch überall. Die Manson Street. Vielleicht bei Jack's Inn da vorne, aber... Hä? Ich meine, die wichtigsten Plätze, die sind ja markiert, ne? Mit Namen. Hm. Also wir waren doch jetzt eigentlich überall. Dass man hier vielleicht nochmal rein kann oder so? Ne. Ne, Jack's Inn ist weg. Blue Creek Apartments kann man nicht hin. Es ist alles dicht. Es ist alles dicht, ne? Die Blue Creek Apartments, Texengas kommt man nicht hin. Die Bowlingbahn kommt man nicht hin. Heaven's Night waren wir. Toluca Lake. Ja, danke. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Was zur Hölle wollt ihr von mir? Das verstehe ich erst wiederum nicht, sorry. was wollen die von uns? Bin ich noch... Nee, wir haben kein Item. Wartet mal. Noch auf die Karte, bitte. So, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Hä? Okay, nochmal von vorne. Heaven's Night.
Links war zu, rechts sind wir dann weitergegangen. Okay. Dann war das die Carroll Street. Dann sind wir die Wendell Street runtergegangen. Die Munson Street. Die Salt Street kommt man ja nicht hin. Okay. Und, ja, die Munson Street. Checks eben, da muss doch irgendwas sein. Ist da irgendwas? Da muss doch irgendwas sein. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wartet mal. Ja, danke. Guckt auf immer vor bei der Nase, ey. Dieses Checks-In, das kommt mir irgendwie so ein bisschen verdächtig vor hier. Da kann man nicht rein. Da kann man nicht irgendwie was machen. Oh! Wie jetzt? Okay. Ich hab Mutti gefunden. Ja, okay. Witzig, ey. So. Gibt es hier noch irgendwas? Gibt es hier? Nein, hier gibt es nichts. Okay. Nee, ich möchte den ganzen Bereich nochmal. Nö, hier gibt es nichts. Okay. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen merkwürdig. Warum kommt man hier nirgendwo hin? Das verstehe ich nicht, ey. Naja, gut. Oh! Warte mal, was ist denn hier? Hier ist Blut? Ah, hier ist eine Tür! Ah, okay, ja, geil, okay. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Es sind zwei. Okay. Okay, es geht weiter. So, und den auch mal kaputt schießen, bitte. Und den kaputt treten. Au! So. Okay, und hier drauf treten. So. Stylisches Nachladen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und kaputt treten. Kaputt treten. Du sollst ihn kaputt treten. Dreh ihn kaputt. Verdammte Axt. Oh, so. Okay. Was haben wir denn hier? Tod. Ja, sehr schön, aber... toll, mehr sagst du... Mehr sagst du dazu nicht? Ja, super, ey. Wo sind wir denn hier? Ich habe keine Karte für diesem Gebiet. Okay. Na toll, jetzt gleich ist die Folge vorbei. Also, nee. Ja, obwohl, wir sind an einem Eingang zu was... zu einem neuen Gebiet, wie es aussieht. Haha, okay. Geht es hier rein? Es geht hier rein! Geil! Okay, das sieht wieder nach einem sehr schönen neuen Gebäude aus. Allerdings, Freunde. Ja, ihr habt's gehört. Erst beim nächsten Mal. Ja, es tut mir leid, wieder ein kleiner Cliffhanger. Aber es sieht doch mal wieder richtig atmosphärisch aus. Ach, da freue ich mich wieder drauf. Richtig schön wieder Resident Evil Vibes hier. Oh mein Gott, das wird geil. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Zieht es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.